Vor 13 Jahren waren Zuschauer in ganz Amerika schockiert von der Grausamkeit eines gesichtslosen Mörders. Im Schutze des Chaos und der Verwirrung, die seine hemmungslose Raserei hinterließ, verschwand er im Nichts. Jetzt, nach mehr als 10 Jahren des Schweigens, ist er zurückgekehrt. Das Kettensägen-Massaker von Texas, Teil 2. Die Säge ist zurück. Unter der Regie von Toby Hooper.